Tetheon. Ramopoli war ein junger Mann von vornehmer Herkunft. Sein Vater war ein Enkelkind des Fürsten von Bolaang und seine Mutter eine Frau aus der Minahassa. Ramopoli war sehr geschickt im Bogenschießen. Die kleinen Vögel traf er mit seinem Bogen mitten im schnellen Flug in der Luft. Außerdem besaß er einen Bogen und Pfeile mit magischer Kraft. Dieser Bogen verstand es, einen Feind zu finden und dicke Mauern zu durchbohren. Eines Tages veranstalteten die Kriegsführer von Tonosea einen Bogenwettkampf in Pulisan. Ramopoli, der in der Minahassa lebte und dort angesehen war, hörte davon und begab sich dorthin. Er beteiligte sich am Wettkampf und es gab keinen Kampf, der von ihm ausgelassen wurde, und alle großen Preise fielen in seine Hand. Das erregte die Aufmerksamkeit der Leute von Tonsea sehr, die seine Geschicklichkeit im Bogenschießen mit Verwunderung sahen. Unter der Menge war auch ein anmutiges Mädchen. Sein Name war Tetheon. Es verliebte sich in ihn. Ramopoli hielt um die Hand des Mädchens an und die beiden wurden Mann und Frau. Zunächst war ihre Liebe sehr glücklich, aber durch die Versuchung eines anderen wandelte sich alles. Dies kam daher, weil Ramopoli oft recht lange, manchmal sogar für Monate, von zu Hause wegblieb, um seinen Lebensunterhalt zu suchen. Der das Zusammenleben Ramopolis und seiner Frau zerstörte, war ein leiblicher Verwandter von Ramopoli mit Namen Mai Lang Kai. Die Eltern von Tetheon waren sehr erzürnt über die beiden, weil ihr Tun gegen das Adat verstieß. Auch die Leute des Kampongs verabscheuten sie. Daher konnten die zwei nicht länger im Kampong bleiben und sie flohen zur Insel Lembe. Sie fürchteten außerdem den magischen Bogen Ramopolis. Auf der Insel Lembe versteckten sich die zwei in einer gut verborgenen Felsenhöhle. Bald darauf kehrte Ramopoli von seiner Reise zurück. An den Bewegungen seines Bogens erkannte er, dass seine Frau ihm untreu geworden war. Wie auch sonst hatte er auf seiner Reise sein Muschelhorn nicht vergessen und als er in die See vor der Insel Lembeh kam, spürte er, wie sich sein magischer Bogen der Hülle widersetzte. Da wusste er, dass sich sein Feind in dieser Gegend verborgen hielt. Durchdringend blies er nun auf sein Muschelhorn und schoss dann mit seinem Bogen in die Luft. Bald darauf konnte man wehklagen und das Geschrei menschlicher Stimmen hören. Dann ging er los, um nach den Stimmen zu suchen. In einer Felsenhöhle entdeckte er seine Frau und seinen Verwandten Mai Lang Kai im Todeskampf. Die Körper der beiden waren von dem magischen Pfeil durchbohrt. Ramopoli sah sogar mit Mitleid das Los der beiden. Doch so hatte sich die Strafe für die vollzogen, die Verfluchtes getan hatten.